Doppelpiece. Ja. wie jetzt halt so kurz sagen würde, ne? Ja. Ich hab hier Benedikt am Start. Ja. Wir sind jetzt hier auf dem Dresdner Hauptbahnhof, ne? Bisschen treffen. Ja, die Handyqualität von meiner Kamera ist echt zum Kotzen, ne? Also, ja. Ist deine besser? Nee, ich glaube nee. Ich glaube 3 oder 4 Megapixel vorne und 13 hinten. 13 hinten, ja. Mal gucken, ob man dich hören kann, weil das ist Steinzeit-Handy, ey, ganz ehrlich. Scheiß Mikro. Ja, scheiß Mikro, das kannst du wissen. Ja, und ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt hingehen. Wir gehen jetzt erstmal ein bisschen rumlatschen. Ein paar Schritte voll kriegen. Okay. Natürlich hat er sich dieser Booster geholt, ne? Na klar. Aber zeig mal. Ich habe Text rausgeknickt. Moment. Hier, 2 Stück. Für Knickfred? Ja. Das ist eine Opfergabe an den großen Knickgott. Ja, ja. Ey, da hat er es wirklich geschafft, ne? Ja. Die Trikotkarten. Ja, wäre schön. Das ist ein... Oh Mann. Das ist einfach. Natürlich schon wieder Doppelpieser Dennis, ne? Genau, der Dönitz. Dönitz, an den Dennis. Sascha. Vom Dampfriesen. Ich komm eh nicht mehr in den Stream. Wegen den Timeouts. Ja, ja. Wir haben schon vor uns gesagt, zum Geburtstag wünsche ich mir, also am 3.4. habe ich Geburtstag, und da wünsche ich mir, dass ich Mod werde. Ja, Timeout-freier Tag. Genau, Timeout-freier Tag, genau. Wo sind wir jetzt? Irgendwo. Was laut ist. Boah, mein Arm ist laut, Philippa. Wo man nicht sein sollte. Hoffen wir es mal nicht. Ein großer Diesel. Wir haben uns schon gewünscht, Abo-Treffen in Dresden. Genau. Ja. Jo. Abo-Treffen in Dresden, ein Abonnent kommt. Am Gleis 18, Ihre nächsten Anschlüsse zum IC 24, 44 nach Köln-Hauptbahnhof. Abfahrt 15.13 Uhr, Gleis 3. Auf nach Köln. Nach Köln? Was will ich dort? Abfahrt 15.18 Uhr, Gleis 19, direkt gegenüber. Keine Ahnung. Vielleicht nach Frankfurt. Nach Frankfurt. Abfahrt 15.22 Uhr, Gleis 14. Frankfurt. Am Gleis 19 steht für Sie bereits. S2 nach Dresden, Flughafen, genau. Abfahrt 15.18 Uhr. Machen wir die Booster auf. Hätte? Ja, vor der Kamera. Gucken wir mal. Dein allererstes Unboxing. Ja. Dein allererstes Unboxing. Nee, machen wir auf, den anderen Hitschauffeur.